Laut Angaben der Ukraine wurden zwei russische Su-35C über Kiew abgeschossen. Der Beitrag, der auf dem Facebook-Konto des Kommandos der Luftwaffe der Ukraine geteilt wurde, berichtete, dass am Himmel über der Hauptstadt der Ukraine, Kiew, ein Luftkampf stattgefunden habe. In der Veröffentlichung heißt es, dass es einen Luftkampf zwischen zwei ukrainischen MiG-29-Jägern und zwei russischen Su-35C-Jägern der russischen Luftwaffe gegeben habe. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden die beiden russischen Kampfjets mit einem S-300-Raketensystem abgeschossen. In der Erklärung heißt es auch, dass ein MiG-29-Kampfflugzeug der Ukraine abgestürzt sei und der Pilot gesucht werde. In der Nacht des 7. März fand in der Region Kiew ein heftiger Luftkampf zwischen zwei MiG-29-Jägern der taktischen Luftfahrtbrigade der Luftwaffe der Ukraine und mehreren russischen Su-35 statt. Als Ergebnis der Luftschlacht wurden zwei russische Flugzeuge zerstört. Zusammen mit den von der MiG-29 verwendeten Luftraketen wurde das Luftverteidigungssystem S-300 im Kampf eingesetzt. Leider hat unsere Luftwaffe infolge dieses Krieges eine MiG-29 verloren. Der Pilot des abgestürzten Flugzeugs wird noch gesucht. Ja, heute dominieren feindliche Flugzeuge die Quantität und Qualität der Waffen, aber unsere Luftwaffe tut alles, um den ukrainischen Himmel von einer feindlichen Präsenz zu befreien.